Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den Auftritt von Tino Chrupalla bei Hart aber Fair und wie die Öffentlich-Rechtlichen wieder einmal versuchen, die Leute von der AfD wegzubringen. Wie sie versuchen, einen fairen Eindruck zu erwecken und dann den Eindruck zu erwecken, ja, die AfD ist unmöglich, ihr sollt sie auf keinen Fall wählen. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Haben wir eben eine Umfrage gesehen, da hieß es, 40% sehen sich in erster Linie nicht als Deutsche, sondern als Ostdeutsche. Überrascht Sie das? Nee, das überrascht mich nicht so sehr. Einfach Herr Chrupalla, bei so einer Umfrage, was hätten Sie gesagt, in erster Linie Deutscher oder Ostdeutscher? Beides. Ich bin stolz, Ostdeutscher zu sein. Also meine Identität hat mich geprägt. Ich habe auch eine wunderbare Kindheit in der DDR verbracht. Das will ich nicht leugnen und werde ich auch nicht in irgendeiner Weise diskreditieren. Also von daher fühle ich mich als beides. Wir haben uns natürlich gerade zur Wiedervereinigung, da war ich Jugendlicher, sehr gefreut auf ein vereinigtes Deutschland. Wir haben immer Deutschland geliebt und lieben es natürlich weiterhin. Wir haben Patriotismus, aber auch Heimatliebe in der DDR nicht abgewöhnt bekommen. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu den alten Bundesländern. Mhm. Ja, in der Doku eben gab es eine sehr interessante Szene. Da ging es um Baumgart, den Trainer vom 1. FC Köln. Der ist eigentlich ursprünglich aus dem Osten, ist in Rostock geboren, arbeitet jetzt eben in Köln. Und es gibt eine Sache, die ihn immer wieder ärgert. Und das ist das hier. Das, was jeder Ossi natürlich nicht mag und ich auch nicht, dass der Westen mir erklärt, wie ich früher gelebt habe und wie das alles bei uns war, wo ich sage, ihr wart nicht da, also haltet die Klappe und dass die es erzählen, unterhaltet euch mit den Leuten, die es auch anders erzählen. Ich glaube, mir muss keiner erklären, wie mein Land früher war. Cool, wir werden es später auch noch sehen. Es gibt natürlich aber trotzdem immer noch viele Klischees, auch über Ostdeutsche. Herr Chrupalla, werden Sie oft mit Klischees von Ostdeutschen konfrontiert, über Ostdeutsche? Von Ostdeutsche über Ostdeutsche. Ja, oder von Westdeutschen über Ostdeutsche, geht auch. Ja, also das hat sicherlich nachgelassen. Also das muss man schon sagen, dass nach 32 Jahren das durchaus keine Rolle mehr spielt. Aber es ist teilweise schon interessant, wenn man auch mal so aus Spaß mit westdeutschen Bürgern spricht, ne? Und dann, was auch teilweise für ein Weltbild über die DDR noch vorhanden ist und weil man sich manchmal fragt, was ist eigentlich dann in den alten Bundesländern über die DDR eigentlich bekannt? Und ich sage dann immer spaßeshalber, stellt euch vor, wir hatten seit ab 1989 dann auch warmes Wasser in der DDR und es wird dann zum Teil wirklich geglaubt. Also das ist dann wirklich so, dass man denkt, wir haben wirklich ganz elendig in der DDR gelebt, sicherlich in einer Diktatur und unfrei, ganz klar, aber nochmal, wir als Kinder hatten eine wunderbare Ich auch als Kind hatte eine wunderbare Kindheit. Meine Eltern haben sicherlich viel unter Repressalien gelitten in der DDR, aber auch natürlich, was Meinungsfreiheit anging und was insgesamt Freiheit an Gängelung. Und das sind teilweise Dinge, wo viele Bürger im Osten eben Déjà-vus erleben. Und ja, das kommt eben gerade wieder zurück, gerade in der aktuellen Politik. Ja, was ich mich schon frage, Frau Hennig, ist, es gibt ja prominente Beispiele von Ostdeutschen, die es ganz nach oben geschafft haben. Angela Merkel, Joachim Gauck, 5 Jahre Bundespräsident. Auch Ostdeutsch. Neigen die Ostdeutschen manchmal zu so einer Art, das war ein Wort aus der Doku, Selbstverzwergung? Also mich würde noch interessieren zu dem, was Herr Chrupalla gerade gesagt hat, warum er Déjà-vus erlebt. Also natürlich ist diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, jetzt auch nicht perfekt, aber sozusagen sich gleich wieder in der DDR zurückzusehen, kommt mir irgendwie ein bisschen merkwürdig vor. So habe ich ihn nicht verstanden. War das so, Herr Chrupalla? Ich habe ja gerade darüber gesprochen, über Meinungsfreiheit, über Gängelung der Politik. Und natürlich hat man gerade im Osten, und das werden Ihnen viele Ostdeutsche auch bestätigen, schon Dinge, die wir längst überwunden hatten und auch längst überwunden haben wollten. Was meinen Sie, Herr Chrupalla? Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich meine, wie aktuell auch mit unserer Partei umgegangen wird, wie wir ausgegrenzt, diskreditiert werden. Okay. Ja, das kann ich Ihnen am besten Beispiel nennen. Am Freitag wurde mir von der Postbank mein Konto gekündigt, weil ich AfD-Mitglied bin. Das haben die so gesagt. Trotzdem, wenn ich darauf noch einmal eingehen kann, Sie haben ja auch gesagt, Diktatur. Ja, da kann man lachen, nicht? Aber ich habe nicht gelacht, ich habe es mir angehört, war erstaunt, Frau Göring-Eckardt. Genau, Diktatur ist schon was anderes. Also man kann sagen, ich hatte eine schöne Kindheit, ja, würde ich für mich in Teilen jedenfalls auch sagen. Aber es war vollkommen klar, ich musste draußen was anderes sagen als zu Hause. Meine Eltern haben mir beigebracht, sag das bloß nicht, deine freie Meinung da draußen, das ist ein Problem. Ist doch heute wieder und so. Und es war... Nee, doch. Ich kann überall alles sagen. Wir sind ein freies Land. Vielleicht. Sie können überall alles sagen. Nein, auch Sie können auch jedes Mal, jeden Tag überall alles sagen. Und es ist sogar so, dass wir uns das alle jeden Tag anhören müssen in diesem freien Land. Das gehört nämlich auch dazu, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch im Deutschen Bundestag.
merkt man auch, was schon passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das sind nämlich Leute, die sich auf den Weg gemacht haben und die jetzt auch gar nicht bedauert werden wollen, sondern die wollen einfach, dass wir auch sagen, gut, dass es euch gibt, gut, dass ihr da seid, gut, dass ihr durchgehalten habt die ganze Zeit, auch unter schwierigen Bedingungen. Und Herr Kropala, stöhnt neben mir, warum? Herr Kropala, Sie kennen ja aus, Sie kennen ja die Lohnunterschiede vielleicht sogar aus der Praxis, Herr Kropala, weil Sie sind Malermeister und hatten mal einen Malerbetrieb. Haben Sie Ihren Angestellten das Gleiche gezahlt wie den Menschen in Westdeutschland gezahlt wurde? Ja, wenn ich jetzt auch höre, die Lohnangleichung gibt es natürlich noch bei Weitem nicht. Ich konnte es überhaupt nicht bezahlen, weil ich natürlich, am Ende muss es ja immer der Kunde bezahlen. Das ist mit allen Kosten so, die der Arbeitgeber natürlich weitergibt. Natürlich habe ich meine Kollegen auch über den Tarif bezahlt, weil ich natürlich die Kollegen halten wollte. Das war mein Ansinnen, auch genauso wie in meiner Lehrlingsausbildung, wo ich Lehrlinge ausgebildet habe. Aber das heißt, Sie haben trotzdem auch gesehen, Sie können einfach die Löhne, die im Westen gezahlt werden, die konnten Sie Ihren Angestellten einfach nicht zahlen? Ja, wenn ich jetzt hier höre, Tarifverträge, ich meine, im Osten haben die meisten Betriebe Haustarifverträge, also weit weg von irgendwelchen Summen, die die IG Metall aushandelt. Wenn ich jetzt an die Vier-Tage-Woche denke und Lohnsteigerung von 8%, das kann sich selbst im Osten kaum ein Industrieunternehmen leisten. VW haben Sie angesprochen. Das sind natürlich ganz andere Unternehmen, die aber zum Teil als Wettbewerber selbst für den Mittelstand natürlich ein großes Problem sind, weil natürlich dann die Menschen dorthin gehen und der Mittelstand blutet aus. Aber vielleicht noch ein paar Worte gerade, was auch politisch falsch gelaufen ist in dieser Richtung. Warum sind denn keine Unternehmen angesiedelt oder haben sich nicht angesiedelt, Herr Vogt? Nach 30 Jahren jetzt davon zu sprechen, sie kommen aber jetzt, das ist genauso schon wieder Wolkenkuckucksheim, sie kommen nicht. Warum kommen sie? Kommen Sie nicht, ich kann Ihnen ein gutes... Zum Beispiel bei der ARD, ich kann Ihnen ein gutes Beispiel... Nein, ich habe schon 2016. Ich zeige Ihnen ein gutes Beispiel, nämlich die kommen hier. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon plant ein Werk in Dresden. Dafür will die Firma vom Bund 1 Milliarde Euro haben. Es sollen 1000 Arbeitsplätze entstehen. Auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC will in Dresden eine Produktionsstätte bauen und soll dafür 5 Milliarden Euro Förderung erhalten. Hier sollen etwa 2000 Arbeitsplätze entstehen. Und der US-Chiphersteller Intel will in Magdeburg ein Werk bauen. Das soll mit 10 Milliarden Euro subventioniert werden. 3000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Frau Hennig, dass da jetzt solche großen, auch internationalen Konzerne nach Ostdeutschland gehen, wird das von den Menschen vor Ort honoriert? Gibt es so eine Art Aufschwung Ost-Gefühl zumindest? Ja, natürlich wird es honoriert. Also das ist ja genau das, was man sich jahrelang gewünscht hat. Gerade Sachsen-Anhalt hatte noch nie eine Ansiedlung dieser Größe. Deswegen wird es schon honoriert. Und das andere ist, dass man tatsächlich jetzt vielfältig Wirtschaftsmenschen hört, die sagen, sie kriegen das gute Fachpersonal, was sie eigentlich anwerben wollten, nicht, weil es eben durch die AfD befördert, sehr viel Rassismus vor Ort gibt. Und es gab schon die Einzelfälle, ja, da lachen Sie. Das ist Quatsch. Nee, Herr Kropala, das ist... Das ist einfach Unsinn, was Sie erzählen. Nein, das ist kein Unsinn. Aber das kennen wir ja von Ihnen. Es gibt die Fälle. Das ist so. Danke. Es gibt diese Fälle und man sieht einfach... Warum müssen Sie jetzt Frau Müller auf die Art und Weise angehen? Ich finde das... Sie hat doch angefangen. Entschuldigung, gerne, Frau Göring, Eckert. Also Sie sind gleich dran, Herr Rupert. Ja, es danke. Ist so, es gibt die Fälle, wo eben zum Beispiel IT-Fachkräfte oder sonst was gesucht wurden, die zum Teil eben aus Indien oder sonst woher kamen, die dann wieder weggezogen sind, weil sie gesagt haben, sie können das ihrer Frau und ihren Kindern nicht antun. Ja, vielleicht zu dem Thema. Da hat ein Kollege von der Zeit, Marc Schieritz, hat dazu was getwittert. Er hat getwittert und geschrieben, da gibst du Milliarden aus, damit aus dem Osten ein Hightech-Standort wird und die Leute wählen trotzdem AfD, vielleicht das neue Intel-Werk doch in Gelsenkirchen bauen. Das hat er natürlich offensichtlich mit einem Augenzwinkern getwittert. Aber Herr Kropala, darauf rekurrierend, in Ihrem Wahlprogramm sehen Sie ja Subventionen kritisch. Jetzt würde mich schon interessieren, hätte sich die Bundesregierung lieber aus diesen Chipfabriken raushalten sollen, also nicht Milliarden geben, damit die sich in strukturschwachen Gebieten im Osten ansiedeln sollen? Also als allererstes sehe ich da kein Augenzwinkern, was Sie jetzt rein interpretiert haben. Also hat er es wohl so gemeint, wie es geschrieben hat. Ja, das ich Punkt, sag's Ihnen, das ist, ich lese da einen Augenzwinkern. Naja, ist nicht aber, dran. Nochmal, aber ich wollte ja erst noch zu Ende führen, wo Sie mich da leider unterbrochen hatten, was für den Gründen habe, bevor ich zu den Subventionen komme. Und das ist das, was ich schon 2016 gefordert habe, was man als Politik verpasst hat, dass man gerade für die neuen Bundesländer eine Sonderwirtschaftszone vergessen hat einzurichten. Denn die hätte in der Tat auch Unternehmen, größere Unternehmen in den Osten gebracht.
gebracht. Sie fehlt bis heute. Ich bin aber dankbar, dass der Ministerpräsident in Sachsen das mittlerweile selbst aufgenommen hat. Denn wir sehen, dass die großen Unternehmen mit Sonderwirtschaftszonen eben dahin gehen, wo diese gibt, nämlich in Polen. Und das ist gerade im Osten ein Riesenproblem. Subventionen haben Sie angesprochen. Ich sehe es sehr kritisch. Gerade was Intel angeht, in Dresden mit 5 Milliarden Euro, das ist eine Subvention pro Arbeitsplatz von 1,5 Millionen Euro. Also da ist nichts Wertschöpfendes dabei. Jetzt können Sie mal ausrechnen, 1,5 Millionen Euro, bevor dieser Arbeitsplatz diese zurückverdient hat, für den Staat sozusagen die Subvention zurückbezahlt hat, vergehen Jahre. Und ich denke, dann nach 10, 15 Jahren ist von diesem Unternehmen, wenn die Subventionen ausgelaufen sind, in Dresden nichts mehr zu sehen. Es wäre wesentlich besser, lassen Sie mich das bitte noch ausführen, wenn man diese Subventionen in kleineren Margen den Unternehmen, die noch da sind in den neuen Bundesländern, die aktuell unter dieser wirtschaftlichen Situation, dieser katastrophalen Ampelpolitik zu leiden haben, mit hohen Strom- und Gaspreisen, wenn man denen diese Unterstützung gegeben hätte, denn die stehen, gerade was Hochenergie angeht, was Glasgießereien, Keramik angeht, kurz vor dem Aus. Das Argument verstehe ich, Frau Göring-Eckardt. Können Sie das nachvollziehen? Ja, deswegen hat ja die Bundesregierung auch viel gerade mit diesen Unternehmen geredet. Was hilft euch? Zum Beispiel ist letztes Jahr deswegen die EEG-Umlage gefallen. Und das, was Frau Hönig vorhin gesagt hat, gilt natürlich auch. Im Osten haben wir sehr viel mehr erneuerbare Energien. Die sind günstiger, vor allem in den nächsten Jahren. Und dann weiß man sehr genau, das hilft auch diesen mittelständischen Unternehmen. Aber ich bin dabei bei allen, die sagen, lass uns noch mal genau schauen, wie ist die Situation in Ostdeutschland, auch im Unterschied zu anderen mittelständischen Unternehmen, zum Beispiel im Süden der Republik, in Baden-Württemberg oder Bayern, ist das was anderes, weil da auch die meisten kleineren Unternehmen mehr zuzusetzen haben. Da sind wir wieder beim Stichwort Vermögensverteilung. Bisher galt für die CDU, es darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber dann passierte in Thüringen das hier. Die CDU hat die Senkung der Grunderwerbsteuer in Thüringen gemeinsam mit der FDP-Fraktionslosen und mit der AfD durchgesetzt. Der Gesetzentwurf bekam im Landtag nur eine Mehrheit, weil auch die AfD dafür gestimmt hat. Nach der Abstimmung sagte CDU-Parteichef Friedrich Merz: Wir richten uns nicht danach, wer zustimmt, sondern wir richten uns danach, was wir in der Sache für richtig halten. Dabei galt für die CDU im Hinblick auf die AfD doch eigentlich: Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Herr Vogt, gemeinsam mit der AfD ein Gesetz gegen die Regierung durchbringen, das ist keine Zusammenarbeit, sondern? Das ist keine Zusammenarbeit, weil wir ein CDU-Gesetz zur Abstimmung gestellt haben und haben 2 Jahre mit Rot-Rot-Grün darüber diskutiert, wie sie diesen Antrag unterstützen können. Es ging um die Entlastung von Familien, um die Entlastung von Wirtschaft. Und da hat sie ihnen nicht mitgemacht. Dann haben wir gesagt, wir vertreten eine CDU-Position, nämlich in dieser Phase, wo wir hohe Teuerungsraten haben, die Steuern auf ein bundesdeutsches Normalmaß zu bringen. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, Thüringen ist ja eine besondere Situation. Und deswegen glaube ich... Deswegen ist es okay, zusammen mit der AfD abzustimmen? Nein, im Gegenteil, aber es ist natürlich eine Minderheitskonstellation. Das bedeutet, dass jeder verantwortungsvoll auch damit umgehen muss. Wir haben Sie das gemacht. Gefühl, Sie sind verantwortungsvoll mit der Abstimmung umgegangen? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Herr Rupalla, sehen Sie das als eine Zusammenarbeit mit der CDU da in Thüringen, diese gemeinsame Abstimmung? Das ist Pragmatismus, wie man das nennt. Das kann jeder sich selbst überlegen. Aber so ist Demokratie. Man sucht sich die Mehrheiten, wenn es um gute Gesetzesvorgaben geht. Das gilt für uns im Übrigen genauso. Wir stimmen sämtlichen Gesetzesvorgaben anderer Parteien zu, wenn sie die Interessen Deutschlands, die Interessen der Bürger bewegt. Wenn es um Steuerentlastung geht oder um Gebührensenkungen, dann werden wir immer dabei sein, dort bei diesen Abstimmungen auch zuzustimmen. Sie sind ja im engen Kontakt mit den Kollegen in Thüringen, auch im Thüringer Landtag. Gab es Absprachen zwischen der AfD-Fraktion und der CDU-Fraktion? Fraktionen im Vorfeld dieser Abstimmung? Natürlich gibt es immer Gespräche, gerade im Vorfeld solcher Abstimmungen. Und wer das leugnet, der möchte sich natürlich jetzt hier vor der Kamera sicherlich so darstellen, dass es das nicht gäbe. Aber das gibt es in den Kommunen, es gibt es in den Gemeinderäten, es gibt es in den Stadträten, wo natürlich auch sogar eine Zusammenarbeit vorhanden ist. Da geht es um Pragmatismus, da geht es um Kindergärten, um Straßen. Und wie gesagt, hier ging es um eine Grunderwerbsteuer, die im Übrigen in Thüringen doppelt so hoch ist wie in Bayern. Damit sehen Sie mal die Ungleichgewichtheit auch zwischen Ost und West, weil das ist ja ein gutes Thema. Wir haben für eine Senkung mitgestimmt und ich denke, das kommt noch allen einmal bei der bleiben, Herr Vogt. Er sagt, es gab Absprachen vor der Abstimmung. Nein, das ist natürlich absoluter Unfug. Wir reden mit der AfD nicht. Björn Höcke ist ein Rechtsextremer. Mit dem gibt es auch keine Zusammenarbeit. Waren Sie denn überrascht davon, wie die AfD abgestimmt hat? Für mich geht es um was anderes. Für mich geht's für mich aber gerade nicht, deswegen frage ich es. Waren Sie überrascht? Waren Sie, Herr Vogt, überrascht davon, wie die AfD abgestimmt hat?
Für mich ging es darum, eine Abstimmung zu machen. Die AfD war zum Beispiel vorher gegen eine Entlastung der Familien. Weil was haben wir gemacht als CDU? Waren Sie bei dieser konkreten Abstimmung überrascht, dass die AfD zugestimmt hat? Die AfD war dagegen. Eine Woche davor im Haushaltsausschuss hat die AfD ja schon gesagt, dass sie eine Woche später damit stimmen wird. Das ist korrekt. Was heißt, Sie wussten das, Herr Vogt? Natürlich, im Haushaltsausschuss haben Sie Ihre Meinung geändert und haben mit abgestimmt. Aber Verzeihung, jetzt sage ich auch mal, was ist. Wenn es um die Entlastung von Familien geht und Wirtschaft, wenn es um eine konkrete CDU-Position geht, lasse ich doch bitte schön nicht zu, dass die AfD mit ihrem Daumen hoch oder Daumen runter darüber entscheidet, ob ich eine CDU einbringe. Ich lasse auch nicht zu, dass ein linker Ministerpräsident darüber entscheidet, was ich einbringen darf oder nicht. So funktioniert Demokratie nicht. Wenn die CDU ihre Grundposition nicht einbringen darf, dann ist das eine politische Bankrotterklärung. Das ist das Problem. Politik, taktische Spielchen lassen wir zu und entscheiden aber nicht im Interesse der Bürger. Und das ist offen gestanden nicht mein Punkt, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich zeige Ihnen mal, was nicht ein linker Ministerpräsident, sondern ein CDU-Ministerpräsident dazu gesagt. Und deswegen finde ich, muss man doch einfach als Konservativer schlicht und ergreifend den Satz sagen, ich bilde keine Mehrheiten mit Extremisten. Und wenn ich darauf angewiesen bin, dann weiß ich in dem Augenblick, ich kann meine Hand nicht dafür heben. Herr Vogt, als Konservativer muss man doch den Satz sagen können, ich bilde keine Mehrheit mit Extremisten. Den Satz können Sie nicht mehr sagen, oder? Doch, kann ich weiterhin sagen, weil für mich ist der entscheidende Punkt, ich bringe Dinge ein, die die Menschen bewegen. Ich bringe CDU-Positionen ein. Und ich mit wem haben Sie dann eine Mehrheit gebildet? Ich finde schon, Sie haben es ja nicht geschafft, eine Regierung zu bilden, nicht wahr? Das heißt, es ist ja nicht üblich, dass die Opposition auch in dieser Situation einfach so Gesetze einbringt und dann sie ausgerechnet mit einem rechtsextremen AfD-Landesverband umsetzt. Und ich muss einfach sagen, Sie erklären damit, dass diese 1,5 Prozentpunkte Grunderwerbsteuer so relevant waren für Sie, die CDU, Ihren Wahlkampf, weiß ich nicht wofür, dass man das mit dem Landesverband von Björn Höcke machen musste. Das ist die Botschaft, die Sie senden. Und ich möchte noch einen Satz ergänzen. Gerne. Wir sind ja in einer Lage, in der man nicht normal, also Sie sagen, wir als CDU, es geht aber nicht mehr nur um die CDU. Wir sind in einer Lage, wo die Demokratie aus allen Richtungen angegriffen wird. Hier inländisch, vor allen Dingen von der AfD, dann von Putin, dann von allen anderen Dingen, ja, den Krisen dieser Welt. Und in dieser Lage sagen Sie, aber die Häuslebauer Thürings sind uns so wichtig, dass wir dafür eine Mehrheit mit der AfD machen. Frau Müller, ich akzeptiere Ihren Punkt. Ist vollkommen in Ordnung. Aber ich sage Ihnen zwei Sachen dazu. Der erste ist, ich möchte wissen, ob, wenn jetzt die rot-rot-grüne Landesregierung nur mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit hinbekommt, weil das die Situation in Thüringen. Würden Sie dann hier genauso sprechen? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich werde mit der AfD nie zusammenarbeiten. Ich habe mit Björn Höcke noch nie ein Gespräch geführt, weil ich die für rechtsextrem halte. Und wenn Demokraten abgesprochen wird, dass sie aus inhaltlichen Zielen heraus das Beste für ihr Land suchen, dann finde ich, machen sie genau das Geschäft von denen da drüben, weil sie nämlich zulassen, dass die darüber entscheiden, welche Themen man diskutieren darf oder nicht. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an unserer Demokratie, dass wir nämlich zulassen, dass Extremisten darüber bestimmen, welche Themen öffentlich angesprochen werden können. Das ist keine Meinungsfreiheit. Ich muss darauf kurz antworten, weil ich ja gefragt habe. Herr Fukala. Ja, schön, dass ich auch noch mal sagen darf. Ja, natürlich. Sie haben ja auch schon viel gesagt in der Sendung, dürfen auch jetzt wieder was sagen. Gucken Sie mal auf die Uhr. Ich gucke ständig auf die Uhr. Ja, ja. Ich habe hier zwei Uhren direkt in meinem Blickfeld. Ich kann das schon ganz gut abschätzen. Ich stelle Ihnen aber auch eine Frage, auf die Sie dann bitte antworten. Na klar. Sie, die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, ist, wenn sie gegen die Regierung ein Gesetz durchbringen will, ja auf die AfD angewiesen. Wie funktioniert die Kommunikation? Sind das ganz offizielle Gespräche oder führt man das dann so heimlich auf dem Gang oder gibt es einfach gar keine Kommunikation? Wissen Sie, Herr Klamroth, das sind jetzt Dinge, erstens mal komme ich nicht aus Thüringen, ich weiß nicht, wie die Gespräche dort laufen. Und natürlich gibt es Gespräche, das habe ich zum Teil auch von meinen Kollegen natürlich gehört. Herr Vogt kann das natürlich gern abstreiten. Es gibt einige in der CDU, mit denen man in Sachsen, genauso in Thüringen, aber auch im Bundestag reden kann und mit denen ich mich auch treffe. Das ist auch kein Geheimnis. Also von daher immer so zu tun, als wenn man sich wirklich, als wenn man die Pest am Leibe hätte, das können Sie mittlerweile niemand mehr erzählen. Aber wenn ich diese ganze Debatte, Herr Klamroth, hier jetzt so verfolge, dann muss ich wirklich ein bisschen an Kindergarten denken, weil das ist wirklich affig. Wir haben wirklich in diesem Land ganz andere Probleme, um die sich die Menschen, die Betriebe, den Mittelstand gerade scheren müsste und auch vor allem die Politik. Und wir reden darum über ein Gesetz, was nun mit den Mehrheiten aus Versehen mit der AfD zustande gekommen ist. Es ist wirklich abenteuerlich und lächerlich.
Ja, es ist ja. Und dann sollten wir vielleicht wieder mal wirklich zu den Kernpunkten kommen. Frau Göring-Eckardt spricht jetzt davon, Frau Göring-Eckardt, Sie werden wahrscheinlich im nächsten Landtag in Thüringen und Sachsen überhaupt nicht mehr dabei sein, weil die meisten Wähler Sie überhaupt nicht wählen, weil Ihre katastrophale Politik genau das dazu beigetragen hat. Und Herr Vogt, dann frage ich Sie nach der nächsten Landtagswahl, mit wem wollen Sie dann denn überhaupt noch zusammenarbeiten? Dann werden auch Sie nicht mehr umhinkommen, um Gesetze durchzusetzen, um mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das wird in Sachsen so sein, das wird in Brandenburg so sein und es wird auch in Thüringen so sein. Ja, Herr Kupala, die AfD ist eine westdeutsche Erfindung. Nein, das ist nicht. Doch, ich hab den Westimport Höcke doch bei mir sitzen. Ja. Und der will uns immer erklären, es mag ja für beide stimmen, aber die soll mir doch bitte schön nicht erklären, wie der Osten tickt. Ich erlebe das jeden Tag über den Gartenzaun, wenn die Menschen mir erzählen, was ihre echten Sorgen sind. Wir haben momentan weniger im Portemonnaie, als der Monat lang ist. Das ist ein echtes Problem. Ich bringe ihn ja jetzt zur Seite. Ich reiche Ihnen noch einen Film schuldig bin, weil Sie es mehrfach gesagt haben und ich gesagt habe, wir sprechen noch drüber. Gucken wir uns jetzt mal an, ob es noch andere Beschlüsse mit Hilfe der AfD gab. AfD stimmt mit Rot-Rot-Grün für U-Ausschussänderung. April 2023. Im Thüringer Landtag bringt die Regierungskoalition Rot-Rot-Grün einen Änderungsantrag für einen Untersuchungsausschuss ein. Es geht um die Personalpolitik der Landesregierungen ab 2009. CDU und FDP stimmen gegen die Änderung. Für den Antrag stimmt neben den Regierungsparteien nur die AfD und sorgt so für eine Mehrheit. Der Thüringer Landtag hat uns auf Anfrage bestätigt, Zitat: Dass der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen im Thüringer Landtag nur mit Hilfe der Stimmen der AfD beschlossen werden konnte. Aber es ist kein ostdeutsches Phänomen. Und wir sehen ja auch in Westdeutschland, dass die AfD hier auch sehr stark ist. Ja? In Regionen, wo man es nie gedacht hätte. Ich würde auch gerne mal eine Reportage lesen in bundesweiten Medien, was eigentlich in Baden-Württemberg los ist oder in Bayern, dass da so viel AfD gewählt wird. Wir neigen dazu, sozusagen den Fehler bei dem Ostdeutschen zu sehen, weil man sich vorstellt, dass irgendwie noch ein bisschen anders sein müssen, die DDR ja erlebt haben. Ich glaube, wir müssen dieses AfD-Wählen politisch ernst nehmen und dürfen es auch nicht nur als Protestwahl betrachten, weil es das aus meiner Sicht nicht ist. Ich stimme total zu. Ich würde nur noch den Punkt zusätzlich machen wollen, dass halt im Osten anders ist, dass es dieses Selbstverständnis sozusagen in der DDR, man war links, es gibt hier keine Nazis, es gibt hier keine Rechtsextremen. Und dann hatte man danach mit Kurt Biegenkopf, sorry Herr Vogt, schon wieder CDU, aber einen Ministerpräsidenten, der irgendwie gesagt hat, zum Beispiel wir Sachsen sind immun gegen Rechtsextremisten. Lass mich noch mal kurz bei dem Film bleiben, den wir eben gesehen haben. Herr Chrupalla, da sagt Ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel, an uns, man kann an uns nicht mehr vorbeikommen bezogen auf die AfD. Das heißt ja ganz praktisch, sie meint damit mögliche Koalitionen, vor allen Dingen auch in ostdeutschen Landtagen. Glauben Sie denn, jemand würde mit Ihnen koalieren? Nochmal, so wie es Alice Weidel auch richtig gesagt hat, wenn es die Möglichkeit gäbe, und ich meine, wir sehen es ja in den weiteren, auch in den Umfragen, die steigen, und das ist unser Ziel, dass wir natürlich gerade Parteien wie die Grüne, die im Osten überhaupt keine Rolle mehr spielen, das ist auch gut so, eine Partei, die aktuell auch dafür zuständig ist, dass die Preise steigen, die Inflation steigt, eine Kriegstreiberpartei, und das ist genau der Punkt, Sie werden Ergebnisse erleben in Ostdeutschland, wo sich die Frage für uns vielleicht gar nicht mehr stellt, ob wir einen Koalitionspartner brauchen. Das ist unser Ansporn. Und wir wollen natürlich, und dann, ja, da kann man lachen, aber wenn Sie zum Beispiel Sachsen schauen, da ist die Ampelparteien sind alle einstellig, die werden bald unter Sonstiges sich summieren. Und dann haben wir vielleicht bloß noch ein Zwei- oder Drei-Parteien-Parlament und dann wird es ohne AfD nicht gehen. Und das ist gut für die Bevölkerung und das ist auch gut für die einzelnen Länder. Ich bin sehr froh, dass Herr Kupala das jetzt mal vor Kameras sagt, denn sonst hört man sowas im Hintergrund bei der AfD oder mal ausnahmsweise bei Björn Höcke, dass nämlich das Ziel ist 50% plus X. Und sozusagen jetzt im ersten Schritt will man, ist total legitim, dass sie das wollen, ist die Frage, was sie dann damit machen würden mit dieser Mehrheit. Steht doch also im Programm. Das steht auf einem anderen Blatt, ne? Ja, im Programm steht das. Ja, es ist noch ein bisschen mehr als das, was sie im Programm schreiben. Da geben sie sich immer noch ein bisschen zahmer, als sie in Wirklichkeit leben. Nur ein Punkt. Der erste Plan der AfD ist jetzt zum Beispiel in Thüringen, über 30% zu bekommen, um nämlich dann tatsächlich so eine Art Sperrminorität zu haben, um dann eben zum Beispiel Verfassungsrichter mitbestimmen zu können, Richterwahlausschuss, Verfassungsänderungen stärken zu können und so weiter. Ja, ich sage ja nur, dass das ist der in Nordhausen gerade nicht geklappt. Wie war das geplante Drehbuch der Sendung? Es sollte eine halbe Stunde lang der Eindruck erweckt werden, wir die Öffentlich-Rechtlichen, wir sind ganz freundlich, wir reden mit jedem. Wir sind zu jedem ganz freundlich, jeder darf zu Wort kommen, sogar die AfD.
sogar Tino Palla. Wir reden hier ganz nett mit ihm. Er darf hier sich äußern. Alles bestens. Kein Grund, sich Sorgen zu machen um die Öffentlich-Rechtlichen. Ist alles bestens. Dass die AfD so schlecht behandelt wird, dann ist sie selber schuld. Weil sie halt einfach unmöglich sind, weil sie, ja, es sind eben Leute, mit denen kann man nicht umgehen wie mit anderen Leuten, weil sie rechtsextrem sind, weil sie dämonisch sind. Wie sollte das denn funktionieren? Nach einer halben Stunde gab es eine Themenlenkung auf die Abstimmung in Thüringen. Und dann ging es 20 Minuten lang hin und her, ob man nun mit der AfD abstimmen dürfte oder nicht. Und da haben sich dann alle die Bälle hin und her gespielt, ja, die AfD ist auf jeden Fall rechtsextrem. Und dann hat Mario Vogt gesagt, ja gut, aber auch wenn, natürlich, wir würden nie mit der AfD zusammenarbeiten, die AfD ist unmöglich, aber wir müssen ja irgendwie unser Parteiprogramm durchbringen. Also wenn wir jetzt ein Gesetz vorstellen, das unserem Programm entspricht, dann ist es doch egal, ob die AfD zustimmt. Und dann gab es eine Scheindiskussion. Eine Scheindiskussion darum, ob man das jetzt darf oder nicht. Es ging aber nicht mehr darum, ob die AfD rechtsextrem ist, sondern das wurde als vermeintlicher Konsens hingestellt. Sondern es ging allein darum, ob man jetzt mit der AfD abstimmen darf oder nicht. Es wurde ein Meinungskorridor vorgestellt, es wurde ganz breit diskutiert, ob man jetzt mit der AfD abstimmen darf. Aber der eigentliche Trick ist, dass dabei untergehen sollen, dass nicht mehr darüber diskutiert wird, ob die AfD rechtsextrem ist, obwohl man überhaupt keine Beweise hat. Ein Trick bestand darin, dass man versucht hat, Tino Chrupalla dazu verleiten, milde zu sein. Es waren ja alle ganz nett zueinander. Und als dann Tino Chrupalla kritisch einwarf, die Meinungsfreiheit, man kann die Dinge vielleicht sagen, aber nur einmal. Und andere Dinge, sie haben so gar nicht in die vermeintliche Harmonie gepasst. Und es war ganz wichtig, dass Tino Chrupalla das deutlich zum Ausdruck gebracht hat. In der 21. Minute hat Ann-Kathrin Müller vom Spiegel das erste Mal eingebracht, dass die AfD rechtsextrem ist, dass dort ganz viele rechtsextreme Leute sind. Da hat Tino Chrupalla ganz entschieden widersprochen, dass es Unsinn ist, dass es Quatsch ist. Was aus meiner Sicht man erst später gemerkt hat, wie wichtig es war, schon an dieser Stelle dem ganz entschieden zu widersprechen. Weil in dem Monolog 10 Minuten später wurde Tino Chrupalla mit voller Absicht nicht mehr dazu befragt, sondern sie haben sich alle die Bälle hin und her gespielt. Die AfD ist auf jeden Fall rechtsextrem. Darf man nun ein Gesetz mit ihnen machen oder darf man mit ihnen gemeinsam abstimmen? Ja oder nein? Und Tino Chrupalla wurde absichtlich nicht befragt. Und vor allen Dingen, als er wieder zu Wort kam, hat man auch gemerkt, der Moderator hat sofort gesagt, ja, aber Sie dürfen natürlich was sagen, aber Sie müssen mit auf meine Frage antworten. Und die Frage ging natürlich nicht zu dem Rechtsextremismusvorwurf, damit Tino Chrupalla das möglichst nicht in Frage stellt, sondern durch sein Schweigen oder durch seine Nichtbefassung mehr damit suggeriert wird, er stimmt dem Schweigen zu. Es wird dann hier auch die Scheinheiligkeit deutlich auf den Einwand, ja, warum jetzt denn Tino Chrupalla so harsch auf Ann-Kathrin Müller antworten würde, die sei doch so nett die ganze Zeit, warum er denn jetzt so sei, indem er sagt, das sei Unsinn, es sei Quatsch, dass im Osten zu viel rechtsextrem sein und so weiter und so fort. Weil wenig später werden Tino Chrupalla und die ganzen AfD-Leute, sie werden als Untermenschen hingestellt. Was brandgefährlich ist aus meiner Sicht. Es geht hier um Mobbing und sehr wahrscheinlich machen auch viele Leute damit, weil sie das Gefühl haben, jetzt können sie ungestraft Leute mobben. Und allein das verführt. Sie fühlen sich stark, wenn es anderen schlecht geht. Und allein aus dem Grund, sich stark zu fühlen, machen sie AfD-Leute schlecht. Wie gut ist nun dieses Konzept ausgegangen? Aus meiner Sicht konnte Tino Chrupalla am Anfang mehr Sympathiepunkte einfahren, als sich die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich gedacht haben. Er hat sich sehr positiv über seine Kindheit geäußert und es hat folgenden Vorteil, dass es auch positiv auf ihn zurückfällt. Es ist ein psychologischer Mechanismus. Wenn es einem gut geht, andere nett zu einem sind, dann strahlt das auf einen zurück. Also dann wirkt das so, dass man selber gut ist, wenn es einem selbst gut geht. Und umgekehrt, wenn es einem schlecht geht, wenn man dauernd betrogen wird, dann signalisiert das eher, ja, weil man halt schwach ist und weil man halt auch nicht mit den Leuten umgehen kann, geht es einem auch schlecht. Das ist natürlich teilweise sehr ungerecht, aber so funktioniert das zum Teil. Außerdem konnte Tino Chrupalla mit der Meinungsfreiheit, mit der fehlenden Meinungsfreiheit, konnte es sehr kurz, sehr plausibel darlegen. Was die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich auch nicht gedacht haben, dass es so einfach ist für Tino Chrupalla, dass es ihm so gut gelingt. Also mit dem Postbankkonto, auch dass er dieses Beispiel parat hat. Jetzt bei ihm selbst persönlich. Sondern sie wollten ihn vorführen. Sie haben darauf gesetzt, dass er es nicht ausformulieren kann, was in der Gesellschaft gerade passiert.
dass sie sagen, ja, sie können doch alles sagen, es ist doch alles bestens, sie können sich doch hier frei äußern, und dass er nicht in der Lage ist, das in der Kürze auf den Punkt zu bringen. Was Tino Palla aber aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist. Und sehr wichtig war aus meiner Sicht auch, dass er die Harmonie durchbrochen hat und an Katrin Müller er eben gesagt hat, dass es mit dem Rechtsextremismusvorwurf, dass er das nicht hat laufen lassen, sondern dass er da eingeschritten ist. Und aus meiner Sicht, nach der ersten halben Stunde, wo die anderen diesen Monolog gehalten haben, hätte er das nochmal deutlicher zurückweisen sollen. Hätte er nochmal unterbrechen sollen und sagen sollen, ja, ich weise das zurück. Also natürlich zum Glück, was aus meiner Sicht ganz wichtig war, hat er es ja schon zurückgewiesen, sodass die Leute ja eigentlich wissen, aber die Leute vergessen es, je öfter es gesagt wird, desto mehr Leute vergessen es, außerdem haben vielleicht neue Leute eingeschaltet. Er sagt ganz kurz, wir weisen das zurück, der Vorwurf ist unausgewogen konstruiert. Und damit erstickt er jede Diskussion oder eher gesagt, er treibt die Leute damit zur eigenen Recherche an. Dann müssen die Leute auch erkennen, dass es genau das ist. Dass es unausgewogen konstruiert ist, der Vorwurf. Er könnte dann einen Deckel drauf machen, indem er ein aktuelles Beispiel nimmt aus der Ukraine bzw. aus Kanada, wo im Unterhaus in Kanada die Leute standen und einen SS-Offizier geehrt haben. Also einen Nazi-Kollaborateur, den Zelensky mitgebracht hat und sich danach entschuldigt haben. Das kam bei der Welt, kam das ganz klein. Aber was macht das deutlich? Das heißt, in der Ukraine werden Nazis geehrt, das ist da was ganz Normales. Und die Medien stören sich daran seit 2014 nicht. Man muss nicht russische Medien heranziehen, sondern es reicht, klare Fakten, unbestreitbare Fakten, also Originaltöne von hohen ukrainischen Offiziellen heranzuziehen. Allen voran Petro Poroschenko mit dem bekannten Zitat, deren Kinder werden im Bunker leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Was Rassismus verdeutlicht und was den Willen zu Verbrechen verdeutlicht. Also dass man sich dann auch nicht darauf zurückziehen kann, ja 2014, die OSZE hat von Verbrechen berichtet, aber das ist halt Pech, die ukrainische Regierung, sie wollte es gar nicht, aber da waren halt auch Nazis in der Ukraine und man hat nicht alles unter Kontrolle. Und dann sind halt diese zivilen Opfer geschehen, da wurde halt willkürlich auf Zivilisten geschossen, aber das ist halt ein korruptes Regime, die haben da nicht alles unter Kontrolle, das ist halt passiert, aber die ukrainische Regierung wollte das gar nicht, sondern die waren eigentlich pro-westlich, pro-demokratisch. Und was da im Osten passiert ist, dass da so ganz viele Zivilisten zu Tode gekommen sind, dass da nicht alles rund gelaufen ist, das ist halt so eine Begleiterscheinung, die aber gar nicht gewollt war. Sondern aus dem Petro Poroschenko-Zitat, das noch länger ist, ich habe es jetzt schon eigentlich in jedem Video eingeblendet, aber aus meiner Sicht, man kann es gar nicht oft genug einblenden, weil es der einfachste und klarste Beweis ist. Er sagt ja auch aus, dass also gezielt die Leute im Osten, also vor allen Dingen russischsprachige Leute, also ethnische Russen, zum Teil auch, die den Umsturz 2014 nicht befürwortet haben, dass sie gezielt angegriffen und terrorisiert wurden. Dass sie, wenn man also sagt, deren Kinder, dass sie eigentlich gar nicht als Staatsbürger anerkannt wurden. Und Petro Poroschenko selbst Verbrechen angekündigt hat. Warum sollten denn deren Kinder im Bunker leben, wenn nicht gezielt zivile Gebäude angegriffen werden? Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Das heißt, das ist das Eingeständnis. Ich bin ein Verbrecher. Und der Westen hat es komplett ignoriert, hat es deinen Leuten nicht erzählt. Und es wurde ein Rassengesetz verabschiedet, dass also ethnische Ukrainer, dass die Ukraine nach Rassen gliedert, was eindeutig nazihaft ist. Und es wurde Russisch als zweite Amtssprache verboten im Osten, obwohl dort ja die Mehrheit russischsprachig ist. Das heißt, das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen für Tino Kupala, eine Themenlenkung darauf zu machen. Und es gibt ja außerdem noch den Armeechef, der mit einem Nazi-Armband rumgelaufen ist. Also es gibt ganz viele eindeutige Hinweise, dass es ein Nazi-Regime ist in der Ukraine, dass die Medien hier nicht berichten. Und wenn Tino Kupala auf diesen Vorgang im Unterhaus, im kanadischen Unterhaus hinweist, oder eben, dass der Armeechef ein Nazi-Armband getragen hat, mit der Hakenkreuzrune, dass sowas möglich ist in der Ukraine. Wenn er das verdeutlicht, und dann wird ja ganz klar, die Medien haben ja nicht berichtet, und die machen dann aus einem Vogelschiss-Zitat von Gauland, konstruieren sie dann einen Rechtsextremismusvorwurf, oder aus der 180-Grad-Wende, dann wird dann vollkommen klar, dass das nicht ehrlich ist, dass es nicht wahrhaftig ist, sondern dass es nur darum geht, die AfD schlecht zu machen und damit zu verhindern, dass die Leute die AfD wählen und damit auch die Position der AfD wählen.
Es geht darum zu beweisen, dass diese ganzen Leute, dass die Medien, dass die großen Medien, dass die ganzen Vertreter der großen Medien, dass sie nicht wahrhaftig sind. Das ist das Entscheidende. Weil die Leute verstehen ja sonst das Motiv nicht. Sie sehen jetzt hier, okay, diese fünf Leute, diese vier Leute, sie sagen alle, die AfD ist rechtsextrem, wir können, es stellt sich die Frage, ob man mit denen irgendwas abstimmen kann, aber auf jeden Fall ist klar, sie sind vollkommen unmöglich, vollkommen rechtsextrem. Die Leute verstehen ja nicht, sie sagen das alle, es wird ja irgendeinen Grund haben. Die Leute verstehen eben nicht die Geostrategie als Hintergrund. Ausländischen Einfluss, möglichen ausländischen Einfluss. Jedenfalls wäre es so, Tino Chrupalla möglich gewesen, diese Leute vollends zu entlarven. Weil es auffällig ist, dass sich anscheinend AfD-Vertreter in wirklich wichtigen Sendungen im öffentlichen Rundfunk sich irgendwie nicht trauen, das anzusprechen oder aus irgendeinem Grund keine Themenlenkung dahin machen. Das war bei den Sommerinterviews nicht so. Und natürlich war es ein sehr guter Auftritt von Tino Chrupalla aus meiner Sicht, den ich auch genossen habe. Es war wirklich schön anzuschauen. Es war aus meiner Sicht einer der besten Auftritte von AfD-Vertretern, also von hohen AfD-Vertretern, von der Parteispitze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dieser Auftritt auf jeden Fall. Also vor der Bundestagswahl hatten sie auch sehr gute Auftritte. Aber aus meiner Sicht, was Tino Chrupalla ja abgeliefert hat, das war wirklich schön anzuschauen. Aber diese Themenlenkung auf die Vorgeschichte der Ukraine hat er trotzdem aus irgendeinem Grund nicht gebracht. Wobei jetzt hier der Rechtsextremismusvorwurf diese ganze Zeit ist ja die perfekte Gelegenheit gewesen, die Bigotterie offensichtlich zu machen. Der großen Medien. Und auch der anderen Parteien im Umgang mit der AfD. Es war auch ganz wichtig, dass Tino Chrupalla die Ernsthaftigkeit deutlich gemacht hat. Zum Beispiel, indem er gesagt hat, ja, da braucht man gar nicht lachen. Oder da habe ich kein Augenzwinkern gesehen. Dass er das in den Vordergrund gerückt hat. Sehr wichtig fand ich auch, dass Tino Chrupalla den Anspruch verdeutlicht hat, über 50% zu holen. Und da hat dann Ann-Kathrin Müller auch ein Eigentor geschossen, als sie gesagt hat, ja, das ist ja, sowas traut man sich ja gar nicht öffentlich zu sagen, bei der AfD, vielleicht bei Höcke, dass man über 50% holen will. Obwohl ja vollkommen offensichtlich ist, dass jeder Partei zusteht, sich ihre Ziele so zu setzen, wie sie das wollen. Aber anscheinend setzt Ann-Kathrin Müller darauf, dass es verfängt, dass man eine Realität schafft, dass die AfDler, dass alles Schwerverbrecher sind. Also im Grunde sind also wie Häftlinge, wenn es denen schlecht geht, wenn man schlecht mit denen umgeht, dann macht es ja nichts, weil die haben es ja verdient. Und die dürfen natürlich auch weniger. Die dürfen nicht über 50% bekommen, weil das sind ja böse Menschen. Wenn die das wollen, ist es natürlich ganz schlimm, weil sie ja Böses wollen. Das ist der Effekt, worauf Müller setzt, worauf die überhaupt die ganzen anderen Gäste setzen, dass sie ihre eigene Realität erschaffen und dass das Mitleid dann nicht mehr vorhanden ist für AfD-Leute, weil sie es ja sozusagen verdient haben. Und umso wichtiger ist aus meiner Sicht, immer zu betonen, immer einzuwenden, den Vorwurf des Rechtsextremismus, den weisen wir zurück. Und man dann auch gezielt in diese Diskussion reingeht und sie nicht fürchtet. Weil natürlich besteht dann die Angst, dann haben wir wieder eine Themenlenkung, dann kommt wieder Vogelschiss, dann kommen alle möglichen Zitate. Und das ist eine Themenlenkung, die man nicht will. Aber genau diese Themenlenkung, genau da muss man reingehen aus meiner Sicht. Weil man kann es leicht beenden, indem man sagt, der Vorwurf ist unausgewogen, er ist konstruiert. Und da führt man Beispiele an, wie mit anderen Parteien umgegangen wird oder wie mit anderen Ländern umgegangen wird, wie die Ukraine. Und dann wird der Bürger sehen, es ist dann Frame gegen Frame. Es ist kein defensives Verhalten, sondern es ist tatsächlich offensives Verhalten, wenn man das Framing angreift, der Öffentlich-Rechtlichen oder der anderen. Sie wollen als Frame mit aller Macht etablieren, indem sie es dauernd wiederholen, die AfD ist rechtsextrem, ihr müsst keine Mitleid haben, es sind böse Menschen. Und mit jeder Wiederholung wird es in den Kopf der Leute eingehämmert. Und man muss dann immer das eigene Framing dagegen stellen. Das sagt man ganz ruhig, wirft man ein, wir weisen das zurück. Und das muss man ruhig auch öfter einwerfen, weil die Leute vergessen es mit der Zeit. Wiederholung ist Trumpf, man muss es immer wieder zurückweisen und auch immer wieder sagen, es ist unausgewogen, es ist konstruiert. Trotzdem aber, wie gesagt, war es bewundernswert, wie nervenstark Tino Chrupalla war. Er hat immer die Ruhe bewahrt, hat immer einen freundlichen, konzentrierten Eindruck gemacht und hatte sehr gute Antworten parat. Und diese Schlagfertigkeit, die muss man in der Situation erstmal haben. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.